Wollen wir noch kurz zu Corona was machen? Ja, gerne. Wir haben ja gerade eine Pandemie namens Corona oder Covid-19 und zurzeit sind ja sehr viele Leute zu Hause und machen Telearbeit und haben zum Teil auch schon Ausgangssperren. Was macht das mit der Gesellschaft? Ich glaube, ehrlich gesagt, wenn ich tippen sollte, wie es nach dem Corona weitergeht, würde ich behaupten, danach machen wir wieder Masterpläne. Das würde ich auch annehmen. Und das ist auch interessant, weil bei mir ist auch so, dadurch, dass ich jetzt in Frankreich ein Team habe und in Deutschland, ist sowieso die ganze Zeit schon so, dass ich da sehr viel durch virtuelle Kommunikation gemacht habe. Und das ist aber auch, wie Sie sagen, da auch wieder interessant, dass es jetzt die Leute, die sich nicht damit beschäftigen wollten, gezwungen werden, sich damit zu beschäftigen, das Ganze dann sogar positiv evaluieren. Und ich erwarte genau das Gleiche. Hinterher werden die einfach wieder zurückfallen. Und der ein Punkt, das fand ich sehr interessant, wo Sie gesagt haben, diese Sache der Macht. Also, weil in der Tat ist es so, dass die Leute, die jetzt in der Lage sind, was zu machen, also jetzt sind die traditionellen Machtmuster sind jetzt erstmal beschnitten, weil nämlich der, wenn wir jetzt in unserem Metier bleiben, der ältere Professor, der halt da rumsteht und seine Autorität in dem Klassenraum hat, die hat er halt erstmal in dem Online-Tool nicht, weil er im Zweifel vielleicht mit dem Tool schlechter umgeht als irgendwelche von den Studenten. Und das ist ein sehr, sehr spannender Punkt. Und auch ja in diesen, also genau, also deswegen aus Grund der Macht wird das wahrscheinlich wieder zurückfallen und aus Grund der Macht ist auch so, dass man jetzt wahrscheinlich dann erstmal sagt, wir machen jetzt mal Stopp und dann behalten wir das Ruder. Das Gute an der TU ist zumindest, dass sie eine sehr kompetente Medienabteilung haben, also Prolerien im Medienzentrum, die sind jetzt dabei, ihre Tools, die sie die ganze Zeit auch schon haben, nochmal ein bisschen mehr publik zu machen, so das und das kann man auch machen. Ich erwarte aber, dass es trotzdem nicht riesig stattfinden wird, weil die Leute, die bisher keine Lust hatten, sich mit den Tools zu beschäftigen, werden sich auch weiterhin wahrscheinlich nicht ausgiebig damit beschäftigen. Und das sind aber halt die Macht tragen oder die Lehre tragen sollen, weil sie halt die Vorlesungen entsprechend halten und die dann wieder den anderen Leuten, die sich vielleicht damit auskennen, nicht diese Macht übergeben wollen. Also sehr, sehr spannende Situation. Das ist aber ein ganz, ganz generelles Problem. Ich denke ja im Moment, ich forsche ja im Moment sehr viel zu Paradigmenwechseln. Also was wir da erleben, gewissermaßen durch dieser Umbruch mit dem Informationsraum, erfordert eigentlich einen Paradigmenwechsel auf sämtlichen Ebenen der Gesellschaft. In der Ökonomie ist es am handgreiflichsten, ja, dass ich plötzlich nicht mehr Autos baue, sondern Mobilität organisiere. Ja. Und das Gleiche haben wir aber auch in der Lehre. Ja. Und das Phänomen ist aber, das Besondere an Paradigmenwechseln ist, dass die Eliten, die heute die Macht haben, immer im alten Paradigma an die Macht gekommen sind. Das heißt, die werden immer lieber Scheiterhaufen bauen und Leute verbrennen, ja, als zu einzugestehen, dass sich die Erde um die Sonne und nicht die Sonne um die Erde. Ja. Ja? Und genau dieses Phänomen haben wir jetzt. Jetzt ist so ein Moment, ein Zeitfenster, wo man eigentlich quasi handgreiflich spüren könnte, wie sehr man diesen Informationsraum eigentlich brauchen könnte. Ja? Und es wird auch so ein bisschen genutzt. Und ich garantiere, hinterher besteht die Gefahr, dass das alles wieder in sich zerbröselt und die alten Machtstrukturen sich wieder rekonstituieren, um dann mit dem Gerede von wegen, wir machen da jetzt mal einen Masterplan und wir gucken mal und da müssen auch jetzt mal Konzepte evaluiert werden und da müssen wir ja noch die Evidenz prüfen und dann mal vielleicht noch Paarvergleich zwischen dem und dem Konzept machen und dann wissen wir noch nicht so genau. Und dann wird das Ganze wieder so lange zerredet, bis diese Generation in Rente ist. Das ist das Phänomen, was wir haben. Und das haben wir auf allen gesellschaftlichen Ebenen. Da können Sie in die Politik gucken, in die Unternehmen gucken, in die Universitäten gucken, wo Sie hinwollen. Ich habe unlängst mit einem Professor geredet, der ist aus meinem Fach, der ist vielleicht Anfang 50. Und ich habe ihm gesagt, du wirst um diese Digitalisierung nicht drumherum kommen als Soziologe. Das ist nun mal ein wesentliches Element gesellschaftlicher Entwicklung. Ach, sagt er, nö, ich habe jetzt noch 16, 17 Jahre, bis ich emeritiert werde. Ja. Bis dahin kriege ich das noch hin. Ja. Ja, also da denke ich, und was lernen die Leute, die bei dem in die Lehrveranstaltung gehen? Nochmal 15 Jahre, dass es das Thema eigentlich nicht wert ist.